mal nachfragen, ob die für mich arbeitsmäßig irgendwas am Start haben. Denn mit der Kohle sieht's bei mir nicht ganz so gut aus. Gib mal hier mein C, kick schon vorne aus dem Schuh raus. Ich zieh ne Nummer 380, auf der Anzeigetafel steht 110. Wie's aussieht, dauert's noch ein bisschen, ach real, das macht nicht. Ich werd einfach nochmal draußen einen rauchen gehen, doch aus einem Boden 4. 5 Stunden später komm ich völlig zugedröhnt zum Arbeitsamtvertreter. Er kriegt als hätte ich Lepra, als wär ich so ne Litfaßsäule. Für ihn pass ich so gar nicht rein in Hitlers Träume. Ich sag du Opfer, hör mal zu jetzt. Du Schnösel, wisst doch ja nie, wie das Leben einem zusetzt. Wenn keiner von euch zulässt, dass ich zufrieden pennen kann. Sie wollen mir nicht helfen, trotzdem wollen sie mich ändern. Du warst in der Schule dieser Streber, dieser Nerd. Ich war dieser Coole, der die Lehrer immer stört. Hast du das gehört? Das war doch echt ein guter Text, wa? Weißt du was, ich brauch euch nicht, ich glaub, ich werd jetzt Rapper. Ich geh nicht mehr zum Arbeitsamt, weil ich das alles auch alleine kann. Das klingt verrückt, ich nehm mein Glück jetzt in meine Hand. Ich mach keinen Job, den ich nicht mal richtig leiden kann. Ich werd jetzt Rapper, dann komm Scheine ran. Ich geh nicht mehr zum Arbeitsamt, weil ich das alles auch alleine kann. Das klingt verrückt, ich nehm mein Glück jetzt in meine Hand. Ich mach keinen Job, den ich nicht mal richtig leiden kann. Ich werd jetzt Rapper, und das bleib ich dann. Und die Homies fragen, hey, was läuft? Nix läuft, ich bin auf dem Mountainbike unterwegs, hey, nach 2-3 Kilometern bereits außer Atem. Die Zeitung vom Montag liegt freitags im Garten. Scheiße Kündigung, fristlos. Ja Mann, ich werd ständig gefeuert. Die beim Arbeitsamt kennen mich, die nennen mich bescheuert. Wieder einmal sitz ich hier rum, habe nichts zu verlieren. Ich werde Pizzenkurier. Und er geht mir auf den Sack wie kein Zweiter mit seiner verkackten Art. Ja, ich meine meinen Sachbearbeiter. Ich träum von seiner Fresse, bam, Attentatsniper. Werde fragen.